Am Chauvinismus ist nicht so sehr die Abneigung gegen die fremden Nationen als die Liebe zur eigenen unsympathisch. Ein Paradoxon entsteht, wenn eine frühreife Erkenntnis mit dem Unsinn ihrer Zeit zusammenprallt. Wenn die Eltern schon alles aufgebaut haben, bleibt den Söhnen und Töchtern nur noch das Einreißen. Der Schwache zweifelt vor der Entscheidung, der Starke danach. In der deutschen Bildung nimmt den ersten Platz die Bescheidwissenschaft ein.